Freitag, 16. Juli 2021. Zu oben bei 20 ab 6 Uhr am Sempachersee, zu Ursi am Trichter. Das Hochwasser hat nochmal zugenommen. Es steht jetzt also im Parkplatz etwa bis zu da, die Linie. Und heute Morgen war es in etwa in dieser Linie gesehen, hier. Also etwa 2 Meter mehr in den Parkplatz hier. Ich denke, das Wasser ist etwa 2 cm höher als am Morgen. Man sieht es auch hier am Rand des Parkplatz, dass der See weiter ins Land kommt. Auch hier hat man können geradeaus durchlaufen heute Morgen. Ich muss jetzt hier links vorbei. Wir gehen mal schauen, wie das aussieht hier. Und zwar ist wirklich jetzt der See komplett über die Ufer, hier am G zu Ursi. Und man sieht hier vorne die beiden Betonsockel. Ich gehe mal her, wo eine Kette gespannt ist, von hier von rechts nach links. Und die schauen normalerweise etwa einen Meter aus dem Wasser. Und jetzt, ich würde sagen, der See hat also sicher 80 cm mehr als normal. Vielleicht 1 Meter 20. Ich bin da nicht der Wasserspezialist. Das ist eindrücklich. Das habe ich so glaube, noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es war, 2005. Und ich weiß schon, dass es so ein bisschen hier über die Murien gibt es auch ein paar Jahre mal. Aber so weit hinten und wirklich bis zu den Badien eigentlich ist schon selten. Geht hier noch etwas weiter. Durch den Sumpf habe ich natürlich hier vorbereitet. Gummistiefel. Nicht hier mit den Turnschuhen oder den Halbschuhen. Und es kommt gerade wieder tröpfeln. Also der Himmel nach wie vor Tiefdrucklage hier. Also kann gut sein, dass noch mal eine Schwette kommt. Wir sehen es. Und es ist wirklich eindrücklich. Und der Steg von der Bootsvermietung. Und hier der Steg zum Anlegen. Und man sieht vorher schon, haben sie behelfsmässig Stützen erhöht mit Stahl. Wenn man hier vorne schaut, das hat nicht mehr gelangt. Und darum haben sie so 3 Stahlstangen eingebohrt, sodass der Steg nicht wegschwimmt. Gehmauer unter Wasser. Und hier wirklich schön weit hinten. Es ist eindrücklich, es ist Natur, es ist Wetter. Vielleicht hat es auch mit den Klimaveränderungen ein bisschen zu tun, aber so Wetter wie das, das hat es auch ein paar Jahrzehnte mal gegeben. Die Frage ist nur, ob wir es jetzt noch häufiger werden antreffen. Ich würde gerne auf meinen Steg gehen, so vorne. Das ist der Steg rechts. Dort, wo die privaten Boote sind, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mal versuche, wagen, wie weit dass ich komme mit dem Gummistiefel. Weil, ich mal schauen, wie es mein Boot geht. Gerade fischen, denke ich, ist jetzt nicht gerade das Thema. Aber, ja, mal schauen, wie weit dass ich hier komme. Die Gummistiefel sind nicht riesig, die haben irgendwie 25 cm Höhe. Und wenn es dann nicht mehr länger, dann kehren wir dann halt wieder. Ja, das wird nicht länger, weil ich habe noch 5 cm Reserve jetzt hier. Länger nicht. Vielleicht noch ein bisschen führen hier, mal schauen, was passiert.
eindrücklich. Warten im Sandbacher See. Sicher das langweiligste Video auf YouTube. Ich sehe wenigstens, dass da ein Schild dran ist. Da steht geschlossen. Ha. Hier nochmal die beiden Betonsockeln. Und man sieht, es tröpfelt wieder. Und ja, ein paar Zentimeter vorne kommen wir am Wagen. Mal schauen, was jetzt da ist. Ja, jetzt ist fertig. Weiter vorne kann ich nicht. Ja. Zentimeter zwei. Vergessen wir das. Ich hoffe, die haben den Steg gut gesichert, dass der nicht abknickt. Links oder rechts. Und ja, wir werden sehen, was die Nacht noch bringt. Ich werde morgen noch mal schauen. Und es ist auch speziell. Ich stehe an Land, aber bin mitten im See. Ein spezielles Erlebnis. Gibt es nicht alle Tage. Und ja. Blick zum Himmel, macht's gut, bleib gesund und mögen wir alle gut geschützt sein. Tschüss.